Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2013 im Koop mit Murchan zum Qualifying von Malaysia. Ja, einen schönen guten Tag. Bei mir sieht man wie immer noch den Ladebildschirm. Und ich hab dann angefangen, wo bei mir der gerade eingestiegen ist. Deswegen muss ich das immer früher machen, verstehst? Bei mir wird gerade erstmal das aufgesetzt, weg hier. Also, 100% was Intermediens. Die sagen Intermediens. Dann sagen sie halt Intermediates. Und hast du so ein Problem damit? Was willst du? Was guckst du? Komm her, Junge! Komm her, Mann, ey! Fahr mal raus, oder? Jo, Digga! Auch schön Döner! Döner Machina! Moskau, Moskau, Moskau! Russland ist ein schönes Land. Yeah! So, das war die Einstimmung jetzt für euch. Das können wir erst 2014 machen, wenn wir in Sochi sind. Ja, die Schnauze mit einer Strafe. Will eine Strafe, blöder Ingenieur. Oh, herrliches Setup. Oh, sauber. Hast du was geändert? Philipp? Nee. Die Mindset-Setup ist gut. Oh, ein herrliches Setup. Oh, ein Traum mit wahr. Ne, ein Traum mit wahr, echt. Das ist so geil. Ja, ja, sauber, ey. Ich sag, da Tobi gute Arbeit geleistet. Und ich geb dir noch sowas, meine Fresse. Ja, das lässt sich geil fahren. Wo eigentlich da steht Red Bull auf der Internetseite, aber da steht Red Bull drauf, also ist auch ein Red Bull. Wenn ich verkacken. Mein Ziel, Q2. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Also meine Trainingseinheit bin ich bis ins Q3 gekommen. Am Ende war ich 7 da. Und ich fahr doch mit dem Auto von Daniel Ricciardo. Du fährst mit dem Auto von Jean-Luc Vergne. Sicher? Weil ich bin in der Trainingssession mit Jean-Luc Vergne gefahren, der hat die 18 auf dem Auto drauf. Ich habe ja die 19 auf mein Auto. Du hast die 18, oder? Ich sehe es gerade nicht. Na, das dürfen wir schön fahren, das muss man mal sagen. Oh, wer kommt da raus? Der Rehkön. So schnell wie möglich rausfahren, weil es kann sein, dass nachher auf einmal Regenwetter ist. Beziehungsweise Full-Wet-Reifen. Wetter. Ja, das Setup ist geil, das ist richtig gut. Meinst du? Ja. Gut, du am Anfang hast gesagt, das ist okay. Was denkst du an, wenn es jetzt im Rennen wirklich so, du am Anfang regnet und am Ende hört es auf, du kennst ja das mit den Co-Masters und Wetter. Am Ende denkst du, das ist wieder so? Nee. Was mit der Regenspur denn, also mit der Ideallinie denn? Doch, das schon. Ich denk gar nicht ans Chaos, ey. Dann denk mal dran. Dann wirst du schneller sein als ich. Bist du jetzt in der letzten Kurve? Ja. Ah, okay. Und? 13. hinter dir. Wie viel? 3.
Der Oberpowerte Hülkenberg. Och, von der Garde, den Namen lese ich zum ersten Mal, ey. Der Guido. Boah, den Scheiterpunkt habe ich gar nicht gesehen, ey. Boah, ich auch nicht. Die KI macht sehr gut Platz, danke. Boah, einfach stehen geblieben. Warum ist die KI so stark in den zweiten Sektor? Okay. Boss ist im Moment auf Platz 7. Boss ist 7. Jetzt bist du 8. Der ist sauber stark programmiert. Ich weiß gar nicht warum. Die Reifentemperaturen sind optimal. Bei diesen Bedingungen funktionieren die Reifen. Der ist super stark programmiert. Das sehe ich mir in der Karriere auf. Starker Regen in 10 Minuten. Ja. Deswegen knallt fertig jetzt mal 1,40,2 raus. Er mit einer 1,39,5. Wie krank sind die bitte? 1,42,7. Also ich bin 9. Alter, warum verlierst du viel Zeit, ey? Ich verliere viel Zeit im dritten Sektor. Ja, im dritten Sektor ich auch. Ich hatte im dritten Sektor 13. Okay, auf Bottas halt. Ich hatte Vorsprung auf Gutierrez. Nach dem zweiten auch, Sektor. Ja. Da hatte ich 13. Vorsprung, Rückstand gehabt. Ja, da habe ich Vorsprung gehabt, aber minimal nur. Minimal, vielleicht ein 50.000stel oder so, ey. Also fast gar nichts. 15 da schon wieder, ey. Was ist denn das für ein Kack-Qualifying? Ich muss denn so in die Box, wenn mein Benzin schon wieder alle. Auch wenn ich auf Standard gefahren bin. Boah, 15, du bist 16, ey. Ja, ich bin gleich raus. Und raus. Raus. Super. 17 bin ich. 16. Was heißt das? Ich muss jetzt an die Box mit Sprit holen und wieder raus mit den alten Reifen, oder? Mit den Reifen noch? Mit den angefahrenen oder neue? Oder neue, musst du wissen. Nee, ich schalte lieber aus, ey. Ist jetzt schon schlimm genug, ey. Gott, ey. Du bist auch bald raus, ey. Ja, mich trennt da. Wer ist denn hinter uns? Bist du gerade drin? Nein, ich bin 17. Luthi ist 18. Ich meine, ob du in der Boxengasse drin bist. Nein, ich bin jetzt auf der Gegengeraden. Wenn es gut läuft, dann sind die ersten beiden Sektoren von mir ziemlich gut. Der letzte Sektor, ey, was holen die denn da bitte raus, ey?
bestimmt alles in der vorletzten Kurve. Ja, diese rechts. Die driften da bestimmt rum. Nach Grid 2 Prinzip. Genau, ich müsste eine Sekunde auf dich aufholen. Nee, nee, bin raus. Sicher? Stimmt. Boah, muss echt eine Sekunde finden, ey. Lauf ja drin, ne? Ja. Du bist sonst so nicht weiter, glaube ich. Noch nicht sicher. Und wie viele Jahre sind noch zu fahren? 9 Minuten. Wie viele Jahre sind noch zu fahren? 9 Minuten. Okay. Jetzt sind Jahre ausgedrückt. Ey, komm, Sute ist 6000stel langsamer als ich. Du bist trotzdem nicht weiter. Ich weiß. Alter, okay. Raus hier. Reifen. Ich bin gerade mal so nahe dran, also. Intermedien. 76. Ich habe 4, 9 hinnehmen. So. Wie viele Lappen sind auf der Strecke? Okay. Viele Lappen. Ein paar Lappen. Es fehlt nur noch der King der Lappen. Der fährt jetzt raus. Danke. So, raus hier. Du bleibst drin, oder was? Ich bin auch schon draußen. So. Ach, hier der Toro Rosso. Na, Raphael King, hast du leider Pech gehabt. Wir werden in diesem Let's Play, in dieser ersten Gruppe zusammen kaum Scheiß Toro Rosso sagen. Wie viel Zeit holt man denn raus, wenn man das mit den ersten Gang hinbekommt? Oh, sehr viel. Sag das doch mal einfach. Eine Sekunde? Ich meine jetzt, was man da machen muss. Das müsstest du eigentlich schon längst herausgefunden haben. Weil ich nicht so schnell Gas geben. Weil es ist eigentlich kein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob ich mir sicher bin, also ich fahr einfach. Nee, ich glaube, er hat bis zum ersten und zweiten Gang nicht sofort Gas geben. Erst bis zum dritten warten. Jetzt hält mich dieser Max Chilton auf, ja ey. Mein Gott, ey. Mein Gott, fährt der langsam, ey. Wie ein Eierwecker, ey, nur langsam. Boah, ich hasse diese Senkkurve, ey. Die ist doch so beschissen, ey. Mann, oh. Blöder erster Sektor nach der Rechtskurve. Vollkommen verbremst. Ja, halt die Fresse mit den Bremsen nach hinten verlagern. Mach ich auch. Sind wir noch in Q1? Immer noch, ja. Da sind Teile geflogen. Oh, ist irgendein Ferrari da hinter mir? Oh Gott, ey. Geil, 18. Optimale Ausgangsphase. Boah, Schilden, jetzt mach doch mal Platz, ey. Mein Gott, ey. Du wirst so eine Strafe kriegen. Blockieren.
Boah, den Scheitelpunkt sehe ich nicht. Der, das ist genau so eine asoziale Kurve. Hoppel rechts. Ja. Verbesserst du dich nochmal? Nee. Weil es geht mir immer ein Fahrer im Weg, immer. Verbesserst du dich nochmal? So. Die Telemetriedaten weisen auf optimale Reifentemperaturen hin. Der Regen wird stärker. Komm rein und wechsel auf Regenreifen. Ja, wo wird der Regen stärker, du Vollpfosten, ey? Deine Reifen sind ziemlich verdreckt. Rechne mit geringem Grip, bis sie wieder sauber sind. Noch 3 Minuten. Na, ob da der 16. Platz ausreicht, ich weiß ja nicht. Ich bin momentan auf dem Schleudersitz, ey. Und zwar richtig auf dem Schleudersitz. Beim ersten Sektor auch eine Zehnte hinter dir. An heißen zwei Sektor ein bisschen durch diese Doppelrechts verkackt. Die Doppelrechts ist scheiße, die langsame links mit der Senke scheiße und diese vorletzte Kurve, diese rechts, ist auch scheiße. Drei Gründe, warum wir die Scheiße nicht in die Liga mit reingenommen haben. In einem normalen ist sie ja gar nicht so schlimm. So, komm. Im Moment liegst du vor Boss. Tja, ich liege momentan vor Boss. Oh, boah. Nee, Mäuschen, das wird nix. Letzter Versuch. Wer wäre denn noch ausgeschieden? Schilton, Bianchi, Van der Garde, Pick, die vier üblichen Verdächtigen. Also im Qualifying, da müssen wir uns beide noch steigern. Mäuscher, ne, das wird nix. Das wird der 18. Startplatz für dich. Hörst du eigentlich immer noch ohne Pfeifen? Ja klar, was sonst? Eine Premiere? Immer noch? Ja, da hat das Lenkrad gehört. Ich glaube, das wird nichts mehr. Nee. Mach inne. Nicht. Geht doch. Also ich bin egal. Weiter, Mulchand ist ausgeschieden, 2-0 im Qualifying. Egal. Und der Nico Hülkenberg ist nur auf der 9. So. Immerhin. Mal schauen, was ich reißen kann, jetzt in Q2.
saubere Rennen. Null. Und da werden viele Nullen stehen bleiben. So. Hast du nicht mal bei F1 2012 nur 1 geschafft? Ja. Aber ich glaube in der 5. Saison. Ne, online habe ich mehr. Dann wird hier gar nichts kommen. Online habe ich mehrere Sauber, ich glaube 2 oder so gehabt. Ist schon online gefahren hier? Ja. 2013 auch? Okay, jetzt fahren wir mit Regenreifen hier. Oh, schön dieser Bildschirm. Boah, ist ja geil. Ach, du kannst mir jetzt zugucken. Nee, schau jemand anderen zu. Wen denn? Vettel. Oh, ist doch langweilig. Na, das wärst ja du in Alter. Du hast fast Vettel abgeschossen. Mal hinter dir ist Vettel. Du fällst voll vor ihm raus. Ja, was machen die? Was macht denn der Ferrari da? Ist der blinde? Mal Philipp zuschauen hier. Die Finish-Session verlassen. Ich glaube, Hamilton hat die falschen Reifen drauf. Vettel hat auch Intermediens drauf. Alonso Intermediens. Perez Intermediens. Bacon Intermediens. Die krauchen um den Kurs hier. Hamilton hat Regenreifen. Die Rest hat Regenreifen. Und da hast du mit Regenreifen. Die siehst es auch geil. Bei mir gerade. Kennst du die aus dem Fernsehen, wenn sie ganz nah am Boden sind? Ja. Die habe ich gerade bei mir an. Sieht geil aus. Die neu? Oh. Deine Lieblingskurve, wa? Die ist so scheiße, ey. So, lass uns mal so. Ich werde ein Ründchen kommentieren. So, 13 Minuten verbleiben. Ungefähr so sollten sie es auch, wenn man jetzt also auf der Strecke ist, einblenden. Qualifying 13 Minuten 05. Das einblenden. Das nimmt keinen Platz weg. Bist du auf Fett gefahren eigentlich? Ich hab's versucht. Vor einem Sektor dann halb weggedreht, ey. Was bist du vorhin gefahren? Eine 1? Mann, was ist denn da gefahren? Was mit 40, 47, 46 war das ungefähr? Aber jetzt fahr du erstmal deine Runde. Alter, schalt doch in den vierten Gang, wenn ich damit rechne, ey. Ja, man hat's gehört, in den ersten Gang gibst du kaum Gas, du gibst nur halt zur Hälfte Gas. Und dann, wenn der zweite kommt, du rauf da. Oder? Ich krieg das momentan aber auch nicht gebacken hier, ey. Im zweiten Sektor waren vorhin die Zeiten so 1 Minute 0 oder auch 59 Sekunden. Wenn du die knackst, glaube ich nicht. Oh Gott, das ist jetzt schon mal eine Minute. Sind die Strecken Alter, warum bricht das Heck so dermaßen aus, ey? Sind die Streckenverhältnisse schlimmer geworden? Ja, natürlich. Diese Kurve ist ja richtig asozial, ey. Da krauchst du auch um die Kurve rum, ey. So, die meisten fahren wir an die Box ran. So, viel Spaß und viel Glück. 1,48. Kommt einer raus? Ich glaube, die Runde können sie gleich vergessen.
meine, warum hast du jetzt hochgeschaltet? Aus irgendwelchen Gründen auch immer, ey. Also, er strebt sie richtig an, sieht sehr schwer aus. Ich meine, du bist immer noch Erster. Das wird, glaube ich, auch so bleiben, wenn es so bleibt. Der macht schön Platz, der Mercedes. Boah, die müssen. Ey, ich lenk nicht mal ein und das Auto möchte ausbrechen. Da ist die Runde auch schon versaut. Ich bin immer noch Erster. Na gut, Teres ist. Da fliegt gerade, glaube ich, jemand ab, oder? Ist 1,49 gefahren. Der ist Zweiter. Malmaro Dritter, 1,50. Wally Racer Vierter, 1,51. Ganz stark. Was eher in die Box war. Hülkenberg, natürlich. Ach, nur eine Zehntel schneller als du. Dann hör ich mal, wie kraucht denn dann die Kurs rum? Die Bedingungen sind miserabel. Scheinbar haben alle richtig zu kämpfen. Ja, die geben Gas wie irre, ey. Und die brechen nie aus. Ach, warum auch? Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten Runden an die Box kommen. So. Du bist in der Box, war. Die Reifentemperaturen sind optimal. Bei diesen Bedingungen funktionieren die Reifen perfekt. Nee, du bist in der Box. So, mal gucken, ob Hülkenberg sich verbessert. Jetzt in der vorletzten Runde. Ey! Auto! Keep cool! Keep cool! Ja, ich habe eine Sekunde Vorsprung auf Hülkenberg im zweiten Sektor. Ist klar! Oh Mann, ey. Hülkenberg halt an die Box aus der Rinne. Also ich bin mit Platz 2 nicht unzufrieden. Nehme ich gerne an. Der nächste an die Box, meine Fresse. So, Valtteri Bottas eine 1,59, ganz stark. Lewis Hamilton dritter, 1,49,1. Toll, warum bin ich jetzt nicht. Oh, ich hasse das Spiel. Da war meine Runde doch nicht so schlecht, ne? Ja. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil die sind erst alle auf Intermediates rausgefahren. Das war der Fehler von denen. Roman Grosjean auf der 1. Du hast 13, der Rückstand, also sieht ganz gut aus für dich. Für mich mal wieder nicht. Button jetzt zweiter. Bosberg erster. 1,47,7. Haut den raus. Wo bist du gemein? Der Vettel ist auch vorbei. 1,47,9. Der nächste ist vorbei, Mark Webber. Eine Zeit auch noch nicht. Alonso Masarekön. Also, könntest Glück haben. Wenn Perez, Hamilton nicht besser fahren. Neunter. Und alle haben eine Zeit. Uiuiui. So, ich guck ganz kurz ins Qualifying des realen Grand Prix von Malaysia 2013. Dreckswerbung. Oder macht mein Gott, das Internet ist ja schlimm hier. Hattest du auch so ein ausbrechendes Auto, dieser scheiß Senke da?
In trockenen Bedingungen. Es ging, ich habe ihn in trockenen Bedingungen. Zehnter nur noch. Oh oh. Komm, Perez, fahr schneller. Oh, Massa und Bottas, ey. Was seid ihr für Lappen? Das sind aber bald. Zu qualifying. Ach, siehst du? Beste ein Toro Rosso ist ausgeschieden im ersten Qualifying, 17. Ja! Die wird's alle eher machen, oder? Und der eine andere ist 13. geworden. Ah, ich glaube, jetzt werde ich rausgekegelt. 10. Kann auch kurz ein Monster. Oh, die haben Master Schwäche programmiert, das kann ja auch sein. Oh, wer will denn Hamilton sehen? Ich bin noch drin. Alonso, Rosberg. Will keiner sehen. Kannst du mir mal sagen, auf welchen Reifen die sind? Na, wir gerade gucken. So, 12. Guterres auf Regenreifen. Ronaldo, Regenreifen. Dresser, Regenreifen. Massa fällt in die Box mit Regenreifen. Bottas, Regenreifen. Und Alonso auch Regenreifen, okay. So. Wer kann nicht mehr am gefährlichsten werden? Was denkst du? Wir können alle gefährlich sein. So, die Rester beginnen jetzt in der fliegenden Runde. Was geht der subtil? Was macht denn die Rester? Was macht der denn? Was macht der? Abflug? Nein, der gibt übelst Gummi. Und er bleibt einfach vor der. Alter. Ja, Alter. Alter, was macht denn der? Der hat fast einen McLaren abgeschossen. Und in der ersten Runde ist er einfach knallhart stehen geblieben. Er fährt mit 60 km/h um die Kurve. Und jetzt gibt er wieder Gas, wa? Ey, dich gucke ich mir nicht mehr an. Raus mit dir. Boah, das gibt wenigstens Gummi. Es gibt auch kein Gummi, alle weg hier. Monaco 13, ja. Guck mal, Ricciardo ist auch nur eine 1.38.8 gefahren. Ey, was sind die irgendwie behindert? Fahren alle mit 60 um die Kurven, die erste. Du bist doch glücklicher 10. Ist Perez wenigstens mal draußen. Wir werden Alonso sehen, ey. Den mag doch keiner. Nichts gegen die Alonso-Fans. So, Bot. Hast du ein Schwein? Hat sich keiner mehr verbessert. Massa ist rausgeflogen. Lappen. Pfui! 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 Q3! Zum zweiten Mal in Folge, yeah! Unter irgendeinem Auto! Scheiß Auto! Und nochmal zuschauen, geil! In Gier! Könnte für Mulcher gewesen sein, das Schild! Ja, noch kein Feierabend, hier reinsetzen! Das geht gleich weiter! Na, bitte schon, braucht doch nix laden, der braucht trotzdem 10 Jahre! Oh, das pisst ja wie Sau. Das pisst wie Sau. Wenn der nachher unter Top 5 ist, ich glaube, ich schlag den zusammen. Ich komm zu dir nach Hause und klau den PC. Mit wie viel fahren die um die erste Kurve? 60. Okay, ich fahr 80. Oh Gott, er fährt 80 rum. Kimi Räikkönen, Alter. Boah, ey, das sieht aber jetzt richtig nach Reagan aus. Muss aber Gott richtig ihn ablassen. Also ihr könnt mir immer noch Tipps geben, Freunde. Mir, ihr braucht ihr keine Tipps geben. Er holt sich die irgendwo durch seine Karriere her. Ach
jetzt lädt mich einer zum Spielen ein. Ja, zum Multiplayer. Ach klar. Warum denn auch nicht? Ich nehme auch nur gerade auf. Kannst du mal... Ich schreibe ihn das mal. So. So. Oh. Ich mir Regeln zu gucken. Der kennt nichts. Also, okay. Habt Spaß. Ja, ich habe sehr viel Spaß. Beim Zugucken. Ja, klar. So geiles Zugucken. Aber ich habe jetzt schon die Erfahrung in Malaysia auf einer Tunnelstrecke. Du wollt noch nicht. Und nachher am Rennen auf einmal bin ich auf einmal neben dir in der ersten Gruppe. Hallo! Wie in Singapur, weißt du noch? Wo du von 9 gestartet bist oder von 10 auf einmal hast du Zweiter. Oder Philipp. So. Es sieht so aus, als ob du rum bist. So. Und? Wie sind die Streckenverhältnisse? Scheiße. Ich habe mir schon so ein Wort mit S gedacht. Also schlecht, scheiße. Oder K wie katastrophal. Dann ist er nachher auch wieder am Anfang erst und dann ist er nachher 10. Und da kraucht er mit 80 um die Kurve, ey. Also wie gesagt, bei Regen bräuchte ich immer noch eine Ideallinie. Dann kann ich pushen wie Sau. Weil das habe ich mal bei F1 2012 getestet, wo ich im Regen eine Ideallinie hatte, bin ich sau gut gefahren. Ohne Ideallinie bin ich nur abgeflogen. So, noch 6 Minuten verbleiben, Philipp. Ja, du musst schon eine 47er fahren, um Erster zu sein. Wenn ja, ob jetzt die Runde perfekt war. Aber er hängt gleich noch eine ran. Oh, da kommt das Auto und schleudern. Und oh. Ich glaube, die Runde kann er vergessen. Aber er versucht sein Glück. Kann er sein, dass er in einem Sektor noch richtig viel Zeit rausholt? Oh, er ist nur noch 8. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich glaube, das wird nichts mehr. 9. Auch nur noch 9. Also, Erster, Alonso 1,46,7. Vettel 1,46,8. Dann kommt erst Lewis Hamilton mit einer 1,47,4. Raikön auf der 4 mit einer 1,47,7. Dann hinter Mark Webber, Button, Rosberg, Grosjean auf der 8. Und du bist 9. Und Hülkenberg 10. Der nur eine 10. hinter dir ist. Er verbessert dich um eine halbe Sekunde und dann wärst du 6. Ich will mal sehen, wie die jetzt diese Kurve anfahren. Die Linkskurve. Sieht aus, als hättest du einigen Dreck an den Reifen. Du wirst noch wenig Grip. Fahren auch mit 80 rum. Die gehen sofort Gas, Alter. Und brechen die nicht aus. Die gehen sowas von Gas. Das siehst du denn bei mir? Ich weiß ja noch bei F1 2012 Kurve, wo du das Rennen aufgrund Preps-Einbrüche beenden musstest. Beziehungsweise das war mal leiser, war das Rennen, wo wir acht oder neun. Rückenberg 10. Du bist 9. Fährst du jetzt rein oder bin drin? Fährst du raus? Gibst du auf oder was? Ich fahre mit 70 um die erste Kurve.
Eieieiei. War ein sau langsam um die Kurven, aber trotzdem, die geben sofort Gas und nicht mal schleudern. Was denn? Nee, kein Kommentar, kein Kommentar. Was für ein was passiert? Die Zeiten oder was? Ich hab keinen frischen Reifensatz mehr. Nein. Alter, ich verliere 2 Sekunden im letzten Sektor auf Alonso. Leck mich doch am Arsch, ey. Nimm mich den 9. Platz halt an, ey. What a rage quit. Ja, na, Freunde, das war das Qualifying. Wen soll ich denn da noch schlagen? Na, Rougeau wäre der einzige gewesen, glaube ich. Ja, toll. Aber meistens die eine Runde ist halt auch die beste. Gut, damit verabschieden wir uns und dann sehen wir uns im Rennen wieder. Ciao. Von 9 und 18. Meine heute wieder rum. Meine heute und so rum. So, und wir dann tschüss. Tschüss, ciao. Zweimal in Q3, zweimal in Q3. Baby.